Apotheker können mit einer einzigen Krebsinfusion mehr als 1.000 Euro zusätzlich verdienen. Das zeigen interne Preislisten, die WDR, NDR, SZ und dem ARD-Magazin Monitor vorliegen. Im Unterschied zu fast allen anderen Arzneimitteln dürfen die bundesweit rund 300 spezialisierten Krebsapotheken über den Preis der Medikamente mit Herstellern und Händlern frei verhandeln. Die Krankenkassen zahlen den Apothekern einen vorher festgelegten Preis, ohne den Einkaufspreis zu kennen. Beitragszahler kostet das mehrere hundert Millionen Euro jährlich. Falkenstein im Vogtland. Robert Herold ist einer von rund 300 Apothekern, die Infusionen für Krebstherapien zubereiten. Hier vorne ist Herolds Apotheke kaum von anderen Apotheken zu unterscheiden. Spannend wird es hinter dem Verkaufsraum. Herold nimmt uns mit in seinen Reinraum. Hier mischt er Chemotherapien, sogenannte Zytostatika. Ist es ein besonders komplizierter Vorgang, die Zytostatika-Herstellung? Nein, die Zytostatika-Herstellung ist kein besonders schwieriger Vorgang. Das darf eigentlich jeder Apotheker und jede PDA herstellen, die dort eingewiesen sind. Herold spritzt ein Fertigpräparat in eine Kochsalzlösung. Das war's. Dafür zahlt die Krankenkasse pauschal 100 Euro. Doch Herold erzählt uns, wie viel Apotheker zusätzlich an Krebsinfusionen verdienen können. Auch an Antikörperbehandlungen. Er zeigt uns eine nicht öffentlich bekannte Liste. Ein Beispiel. 1.200 Euro erstatten die Kassen für einen Wirkstoff. Wenn ich in die Preisliste des Großhandels gucke, liegt mein dortiger Einkauf bei 200 Euro. Das heißt, Sie verdienen 1.000 Euro pro Packung dazu? Genau. Dem ARD-Magazin Monitor, WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung liegen weitere Preislisten vor. Aus diesen geht hervor, anders als bei anderen Medikamenten können Apotheker Krebsmittel zu viel niedrigeren Preisen einkaufen, als sie von den Kassen erstattet bekommen. Jedes Jahr könnten die Krankenkassen insgesamt bis zu 500 Millionen Euro zu viel bezahlt haben. Apotheker Herold informierte immer wieder eine Krankenkasse in seinem Bundesland. Wir geben das seit etwa 5 Jahren in kontinuierlichen Abständen weiter. Und die Reaktion der Krankenkasse? Ist gleich null. Wir zeigen die Preisliste dem Bundesverband der AOK. Ihre Listen zeigen das ja auch, dass die Margen, die Sie selber festgestellt haben, dass es tatsächlich auch Potenziale sind, die auch den Beitragszahler deutlich entlasten und natürlich auch den Druck von weiteren Beitragserhöhungen auch wegnehmen können. Der Verband der Zytostatika herstellenden Apotheker spricht von Einzelfällen. Solche Profite seien nicht über das gesamte Sortiment möglich. Der Bundesgesundheitsminister sieht dagegen Handlungsbedarf. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch regulatorisch angehen müssen. Aber auf die Schnelle gesagt, das ist natürlich kein haltbarer Zustand. Herold weiß, dass er mit seiner Enthüllung viele seiner Kollegen vor den Kopf stoßen könnte. Doch er will bei diesem Geschäft so nicht mehr mitmachen. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Daniel Trepper. Daniel, du hast die Geschichte mitrecherchiert. Apotheker können also mit einer einzigen Chemotherapie oder Antikörperdosis in wenigen Minuten 1.000 Euro nebenher verdienen. Wie bist du an die Geschichte gekommen? Recherchiert unter anderem, der recherchiert seit Jahren zum Thema Korruption und Verschwendung im Gesundheitswesen. Und so wie es ist, wenn man gute Geschichten veröffentlicht, dann sehen das Leute. Und so hat auch Robert Herold die Geschichten von Markus Krill gesehen und hat sich an ihn gewandt, nachdem er jahrelang versucht hat, selbst was im System zu verändern. Dann sagt er, ich habe gegen Windmühlen gekämpft, es ist nichts passiert, also muss ich mich an die Öffentlichkeit wenden. Und hat sich dann an Markus Krill gewandt. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist so relevant, da wollen wir jetzt eine große Recherche zu starten. Und was ist die Motivation des Hinweisgebers? Er ist ja, gilt ja so ein bisschen wahrscheinlich dann als Nestbeschmutzer, oder? Ja, er selbst sagt, dass er es für nicht gerechtfertigt hält, für so wenig Geld, so viel Geld zu bekommen. Und er sieht auch ein Problem, und zwar, dass durch dieses viele Geld im Markt falsche Anreize geschaffen werden. Also er selbst hat erlebt, dass Ärzte, die natürlich wissen, wie wertvoll diese Rezepte sind, wie viel Geld die Apotheker verdienen können, dass Ärzte auf ihn zugekommen seien und gesagt hätten, okay, wenn du die Rezepte weiter bekommen willst, dann will ich von dir 5.000 Euro im Bar jeden Monat. Und ein anderer Arzt hätte sogar gesagt 20.000 Euro im Bar jeden Monat. Und Herold hat
klar gesagt, das ist illegal, das kann ich nicht machen. Und so sagt er, hätte dann keine Rezepte mehr bekommen, so dass er merkt, da sind einfach Unwuchten im Markt, die total problematisch sind und die dann auch dazu führen, dass große Investoren kommen und sagen, wir kaufen Arztpraxen auf, wir wollen diese Rezepte, wir holen uns dieses viele Geld, was natürlich die patientennahe Versorgung am Wohnort schwieriger macht. Aber wie ist es denn möglich, dass es so viel Intransparenz bei den Medikamenten geben kann? Ja, es ist so, dass die Krankenkassen natürlich wissen, dass sie nicht die genauen Preise bezahlen, sondern dass das Spiel im Markt ist. Dass so viel Spiel im Markt ist, das war, glaube ich, nicht bekannt. Sie haben aber vor Jahren schon mal versucht, das System zu verändern und Ausschreibungen zu starten, sodass sich die günstigsten Anbieter auf diese Ausschreibung bewerben können. Die AOK hat auch schon vor Jahren gesagt, da sind 600 Millionen Euro jedes Jahr drin, die könnten wir einsparen, also ähnliche Summe, wie wir jetzt mit den Listen auch zeigen können. Das ist aber gesetzlich geändert worden. Diese Ausschreibungen sind in der Form nicht mehr möglich. Jetzt gibt es ein sehr bürokratisches System, über das die Krankenkassen versuchen müssen, diese Preise abzufragen und diese Preise nachzuvollziehen. Das funktioniert aus verschiedenen Gründen hinten und vorne nicht, was auch diese Recherche jetzt zeigt. Das Ganze klingt ja so unglaublich. Gibt es denn da schon Reaktionen auch von den Krankenkassen? Ja, also einmal haben wir natürlich im Film gesehen, die AOK sagt, dass das viel zu viel Geld verloren geht und dass das auch beitragsrelevant wäre, dass dadurch die Beiträge vielleicht sogar sinken oder zumindest entlastet werden können von weiteren Erhöhungen. Karl Lauterbach haben wir im Film auch gesehen, sagt, da müsste gesetzlich was passieren. Natürlich haben wir alle Krankenkassen damit konfrontiert, alle fast 100 Krankenkassen in Deutschland haben einen Brief von uns bekommen und einige haben sich auch schon geäußert und haben gesagt, dass das so nicht geht, dass es da Änderungen geben muss und dass da viel Geld verloren geht. Den Beitragszahlern, also dir und mir, kostet das ja alles sehr, sehr viel Geld. Wer müsste denn jetzt was regulieren, damit dieses Geschäftsgebaren ein Ende hat? Ich glaube, es liegt am Ende am Gesundheitsministerium. Die müssen sich überlegen, ob die Regelung, die sie bisher gefunden haben, mit den Preisabfragen, mit diesem bürokratischen System, in dem die Krankenkassen versuchen, die Preise festzulegen, ob sie das nicht überarbeiten müssen, ob es da nicht neue Möglichkeiten geben muss, um die realen Preise im Markt tatsächlich zu zahlen und nicht so zu überzahlen. Und dann gibt es die zweite Frage, ist es in Ordnung, dass Investoren über verschiedene Modelle Arztpraxen kaufen und dadurch quasi an diese Rezepte kommen und dadurch auch hohe Gewinne erwirtschaften können? Da ist es ein zweiter Punkt, an dem man ansetzen könnte, das ist auch in Händen des Gesundheitsministeriums im Zweifel. Dankeschön für diese Informationen, Daniel Trepper vom NDR. Sehr gerne.